Guten Abend bei der Zeit im Bild. Bei seiner Abschiebung ins Ausland ist in der vergangenen Nacht ein 25-jähriger Schubhäftling ums Leben gekommen. Der Mann stammte aus Nigeria und wurde von österreichischen Beamten mit dem Flugzeug nach Sofia gebracht. Weil er lauthals gegen seine Abschiebung protestierte, verklebten ihm die Beamten den Mund. Daran könnte er erstickt sein. Asylanträge mit Widerstand des Nigerianers gegen seine Abschiebung. Fesseln wurden ihm daher angelegt und der Mund verklebt. Während des Fluges zum Zwischenstopp in der bulgarischen Hauptstadt Sofia wehrte sich der Schubhäftling bis etwa 20 Minuten vor der Landung sehr ruhig wurde.